Hey Muchachos, willkommen zurück. Wir gehen heute in ein Level namens Sky at the Weird. Und... Oh, okay. Ach, das scrollt gar nicht hoch. Ich dachte, das wäre so ein hochscrollendes Level wegen dem Hintergrund. Aber nein. Okay, Delfine sind unsere Plattform hier teilweise. Okay. Hände auch. Diese Mickey Mouse Hände. Ach, an den kann ich mich festhalten. Gut. Ach, und da, gut, die Schwanzflossen sind böse. Gut, das, man muss ja erstmal die ganzen Gesetze von diesem Level hier kennenlernen, ne? Ich meine, es lässt sich hier nicht abstreiten. Oh, scheiße, das Ding ist eine Bombe. Gut, gut, gut. Ja, Wiggler mit Maulwürfen. Und, ach, keine Ahnung. Gut. Mit P-Ballons. Oh, das glitscht mich in den Tod. Aber ich wette, wenn ich das anders einsetze, schaffe ich es auch irgendwie hier hoch. Okay, tatsächlich. Weil es immer nur für einen Pilz. Ne, nicht mal nur. Das Ding ja. Toll. Okay, doch. Ja, Lemmy und irgendwas. Ja. Das sind Koopas. Und Maulwürfe sind Koopa Shells. Fische sind. Stachis. Gut. Okay. Ich meine, ich wurde gewarnt. Das Level hat im Titel Weird. Was seltsam bedeutet. Für die, die es nicht wissen. Und das Level ist seltsam. Hat lauter seltsames Zeug. Enttäuscht nicht, was das betrifft. So, hier muss irgendwas passieren, damit ich hier... Ey, Moment, da muss mal wirklich irgendwas passieren. Oder kann ich da hoch? Da kann ich nicht hoch. Ich komme hier nicht weiter, was? Ach, das Ding ist Wasser. Oh Mann. Scheiße, ey, da muss man erstmal kommen. Okay, oh oh. Ja, das ist dann das Problem. Okay, scheiß drauf, dann machen wir es halt so. Ach, und dann bugge ich mich in den Tod. Gut, vergesst es. Diese Feuerblume, die bringt nur Ärger. So, die ganzen Schwanzflossen hier bringen auch nur Ärger. Das ist keine Plattform, auf der ich mich versucht habe draufzustellen. Haben auch von unten. Oh, jetzt habe ich echt ein Problem hier. Gut, gehen wir einen Schritt zurück und wieder hier hin. Nein, nicht so. Gut, so langsam wird das hier ein bisschen stressig, was ja abgeht. Also ich muss ja wirklich mit Perfektion immer meine Sprünge machen. Weil ja im Grunde genommen alles, was ich hier mache, sowieso falsch ist erstmal. So, das ist eine Bombe. Ist eine Bombe eine Bombe? Eins meiner klügsten Zitate überhaupt wahrscheinlich. Darauf kann ich nicht laufen. So, da kann ich jetzt wohl rein. Für einen Checkpoint. Oh, jetzt ist noch alles in so komischen Negativfarben. So, da fliegt mir ja so ein Fuzzy entgegen. Den kann ich kaputt machen. So, die Fuzzys sind anscheinend die Bullet Bills hier. Da hat mich einer übel erwischt. Gehen wir einfach. Wow, jetzt wird es noch verrückter von den Farben her. Wow, scheiße. Schild mal. Ach, Mist. Ob es das wert war für ein Leben? Naja. Gut, leben wir jetzt mal damit. Du, mach mal keinen Ärger. Hey, immerhin, die Fische sind Fische. Darauf muss man sich... Darauf kann man sich auch verlassen. Ach, was mache ich denn hier? So, jetzt kann ich auch hier lang... Natürlich brauche ich jetzt nicht zu sagen, dass das Level auch noch zusätzlich ultra schwer ist. Und sehr viele Safe-Sets braucht zu erhoffen. Genau wegen solchen Sachen hier. Okay, egal wie ich es mache, ich sterbe. Nee, doch nicht. Ja, ich werde den echt nicht gut behandelt. Also echt hart rangenommen. Boah, wenn ich den einmal töten könnte, aber... Okay, nein, scheiß drauf. Wir versuchen einfach... wir versuchen einfach mal nicht zu sterben, was gar nicht so einfach ist, wie man denkt, weil ich irgendwie an jeder entdenklichen Stelle hier sterbe. Nein. Nein. Jetzt. Auch nicht. Okay, gut, von mir aus. Jetzt aber hier hoch. Oh, der ist ja immer noch da, verdammt. Ich hätte ihn echt töten sollen, als ich konnte. Aber das Problem ist, ich konnte ihn gar nicht töten. Ich habe irgendwie nie eine gute Gelegenheit bekommen dafür.
Das sieht mir aber nach dem Ziel da oben aus, was mir ein bisschen Motivation schenkt. Ja, gut. Ach man, scheiße, ey. Das Level war zu schwierig. Es hat sicher was Cooles gehabt. Auch, dass er die ganze Zeit so ein Delfin rausguckt aus diesem Geisterhaus. Tja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Aber der Schwierigkeitsgrad war zu extrem. Das macht vieles halt kaputt. So, was haben wir hier? Square Land. Okay, weiß ist fest. Grün ist nicht fest. Grün ist nicht fest. Rot tötet. Grau, Tür. Ach, das ist grau. Für mich sieht es ja blau aus, aber gut. Jetzt bin ich schon, da ich mir hier ein Urteil erlaube. Okay, das ist Blöckeland. Mit Fischen, die aber nicht Blöcke sind. So, rot tötet, also Vorsicht. Ja. Haben wir es gerade auf die harte Tour erfahren. Wow. Wow, ich falle aber schnell. Warum geht's denn so schnell runter? Okay, keine Ahnung. Das ist eine Tür. So, einen spacigen Pilz bitte. Und dann weiter. Oh, okay. Ja, so langsam sind viele Fische auf dem Bildschirm. Das läuft ein bisschen langsam, ne? Leider. Man kann ja auch gar nichts töten, also kann ich ihn nicht mal loswerden. Okay, hoch, hoch, hoch. Durch, durch, durch. So, das sind die nicht festen Dinger. Da kann ich. Ach, das sieht auch aus wie eine Röhre so ein bisschen. Guck mal. Wir gehen jetzt praktisch durch eine Röhre durch. Ha. Okay, grüne Chucks. Auch gut. So, wow. Wow. Fuck, da habe ich mich jetzt voll fertig machen lassen. Ja, die brauche ich als Sprungbretter so gesehen. So, und nächste Tür. Okay, Ende. Das Level fand ich schon besser irgendwie. War zwar auch nicht easy, aber hatte. Zumindest war es gut machbar, ohne dass es frustrierend wird. So, das sind wohl einzelne Levels hier, diese drei. Das wusste ich gar nicht. Also ich hatte ein bisschen gedacht, aber genau gewusst habe ich es nicht. Aber das hier hat auch ein Secret Exit, also Flashback. Och nee. Wenn mir ja schon alles geschenkt wird, dass man schaffen kann, dann heißt es ist anstrengend und nicht schön, das Level. Das war zumindest bis jetzt immer meine Erfahrung. Okay. Also ich sehe nur so stückweise den Boden und alles. Aber das ist ja anstrengend. Warum dann die Musik aus Sonic? Die passt hier gar nicht. Bergwelt Sonic. Gut, hier kann ich klettern. Ich sehe immer nur so stückweise die Sachen. So, erstmal. Okay. Ein bisschen. So, hier sind die Gitter, da sind die Stacheln, da hinten ist das Rote da irgendwie, die Plattform. Boah, in dem Chaos noch ein Secret Exit finden. Ja, viel Spaß. Kann ich auch unten lang? Wahrscheinlich nicht. Nein, okay. Ich bin jetzt einfach nur so voll aufgeschmissen. Okay, ich muss vorsichtig sein. Bin ich? Anscheinend ja doch nicht. Wo geht's denn hier? Lang. Ey, ich bin. Oh, das ist echt ein hartes Level. Also eine coole Idee auf jeden Fall, aber es macht es halt sehr, sehr schwer. Und jetzt falle ich einfach runter. Stacheln. Ne, nicht Stacheln. Okay, doch. Auch Stacheln, aber auch Kettensägen. Bitte Boden. Ja, gut. Das war jetzt Glück, dass ich jetzt hier Boden gefunden habe. Ich gehe mal trotzdem hier hin. Ich muss ja irgendwie gucken, so Secret Exit, ne? Jetzt. Ja. Ja. Egal. Komm. Leben wir damit. Ich kann hier hoch. Okay, ich kann wirklich nur da hoch wohl. Dann da weiter oder vielleicht auch hier hoch. Mal schauen, aber hier scheint wohl nichts zu sein. Also. Okay. Von mir aus gehen wir dann hier weiter. Und hier hat mich irgend so eine Wand blockiert.
ist noch so eine blockierende Wand. Was passiert denn jetzt hier? Ich muss ihn wohl drücken, weil hier ist ja nichts mehr. Ups. Okay, ich glaube, hier muss ich Spin jumpen. Dann werde ich mal den hier lieber los. Wow, trotzdem bin ich tot. Ja. Was hat mich denn jetzt getötet? Komm schon. Also klar, da ist ja wohl irgendwie ein Stachel oder sowas. Boah, jetzt langsam wird auch das Level mir ein bisschen zum Feind hier. Ah, okay, hier ist auch Stachel. So. Okay, Wolken. Ach, das ist ein Checkpoint. Gut zu wissen. Da ist nichts. Hier kann ich hochlaufen. Oh. Also man kann hier so ganz, ganz, ganz knapp so ein bisschen so noch Silhouetten erkennen, auch wenn es dunkel ist. Zum Beispiel von dieser blauen Plattform. Aber es ist echt nur eine minimale Hilfe. Gucken wir mal, was hier so geht. Nämlich nichts. Gut. Ich glaube... Ich will hier oben hin. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwas ist hier bestimmt. Ja, so minimal erkenne ich die Dinger so. Auf die man sich draufstellen kann. Da oben ist auch noch was. Machen wir es so rum. Nicht so. Sondern so. Okay, dann kann ich hier hin und auf das Blaue. Rot. Also für so eine Stelle finde ich das Konzept eigentlich ganz cool. So auf einzelne Blöcke hier drauf. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Mega Man irgendwie. Für so ein ganzes Level ist das schon ein bisschen anstrengend. Oh, muss ich laufen oder was? Ah, jetzt scrollt der ganze Scheiß ja auch noch hin und her oder was? Ich laufe jetzt einfach mal, soweit ich kann. Okay, das tötet einen. Ach, das sind Stacheln. Oh, und ich bin voll in eine reingelaufen. Okay. Kann ich genau sehen. Ach, jetzt. Gut. Ja. Die Musik finde ich einfach unpassend. Habe ich ja eben schon gesagt. Aber wirklich, das so. Berge bei Sonic. Was hat denn das mit diesem Chaos hier zu tun? Was hier gerade abgeht. Kann ich da hin? Ja, doch. Okay. Nicht so. Schade. Oben sind Stacheln. Nee, doch nicht. Keine Stacheln. Mein Fehler. So. Ach, nicht so. Okay, dann nicht. Tür. Gut. Oh. Was denn jetzt? Was war das denn gerade? Was war das Blaue? Hier hin. Okay. Boah, jetzt wird das richtig anstrengend. Ja, gut. Halb unsichtbare Wände und alles. Na, da ich kann da nicht hin. Da, wo ich hin will. Jetzt aber. Okay, gut. So, da scheint wohl eine gelbe Plattform zu sein. Okay. Gut. Haben wir das. Da komme ich nicht drüber. Kann ich nicht oben lang? Vielleicht kann ich ja hier warten. Und dann hier rein. Scheint fast so. So, da muss ich jetzt einfach nur versuchen, möglichst in der Mitte zu bleiben. Ach, Mist. Und irgendwann hoffentlich runterzufallen. Boah, und dann falle ich runter und dann passiert so ein Scheiß. Ich will aber da lang. Darf ich nicht. Jetzt muss ich hier auch noch hoch. Oh, fuck, ey. Okay. Nein! Ach. Furchtbar, ey. Okay, komm schon. Wo ist das? Nein, Stacheln. Ah. Oh Mann, ich bin richtig erschöpft gerade von dem Spiel. Was denn jetzt? Wasser? Warum Wasser? Okay, jetzt haben wir Wasser. War das eben auch gerade schon so? Gut. Das scheint wohl das Ziel zu sein.
Aber nicht das Secret Exit. Aber auch hier, das hatten wir ja schon mal, weiß ich nicht, ob das Secret Exit irgendwo hier überhaupt versteckt ist oder ob ich es nur so kriegen kann. Deswegen werde ich auch hier einfach so das Secret Exit hiermit abschließen. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ja, im nächsten Part... Das hat kein Secret Exit. Okay, aber geh mal hier hin. Triangle Dimension. Von Yoshi Fanatic. Auch jemand, der mir sehr gut bekannt ist. Okay, beim nächsten Mal dann das Level. Mit Secret Exit. Uiuiui. Bis dann.